Seid stark, Leute. Seid ganz, ganz stark jetzt. Wenn auch ihr zu den Leuten gehört, die keine Lust mehr haben auf halbfertige Games mit kopiertem Content, der 80 Euro kostet und wie in der Form von Call of Duty Vanguard so schlecht ist, dass Sledgehammer jetzt nach 5 Monaten endlich für Xbox- und PC-Spieler, die mit Controller spielen, das Problem behoben haben wollen, das wissen wir noch nicht, ob es wirklich stimmt, dass die zwischendurch einfach keinen Aim Assist haben. Und endlich, nach 5 Monaten, sagen es, dass die Bundles im Shop funktionieren. Nicht, dass das einen normal denkenden Menschen interessiert, aber selbst die Geldeinnahmequelle Nummer 1 haben sie nicht im Griff gehabt. Und wenn ihr die Schnauze voll habt, dass ihr 90 bis 100 Euro für den COD-Killer Battlefield ausgegeben habt, um nach 5 Monaten oder fast 6 Monaten ein Scoreboard zu bekommen, was bei DICE heute auf Twitter einfach ein Post war. Also, wir sind in einem Jahr, wo in einem Multimillion-Dollar-Game so etwas wie ein Scoreboard eine News ist. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Da wird nach einem halben Jahr ein Scoreboard eingeführt in einem Game, wo es darum geht, Kills zu machen, Tode zu kassieren, Dinge zu erobern. Ein fucking Scoreboard. Ich sag's nochmal, falls es einige von euch nicht gehört haben, lasst ein Like da. Nein, ein Scoreboard. Also, ich bin absolut sprachlos, dass so etwas heute Usus ist mittlerweile. Vanguard hat es leider immer noch nicht hingekriegt, nach 5,5 Monaten bald oder 6 den Packet Loss und den Packet Burst in den Griff zu bekommen. Das wird, glaube ich, auch nicht mehr passieren. Aber wir haben ja einen Stern am Himmel, der leuchtet, der ist hübsch und der hat wohlgeformte, runde, pralle. Denkt euch aus, was auch immer ihr mögt. SM Square. Und da müsst ihr jetzt ganz stark sein, Leute. Ich habe über Discord und das kann ich euch auch so einblenden, mit Sess gesprochen. Sess ist eine von den 7 Entwicklern bei SM Square, die seit mittlerweile über 2 Jahren sogar schon an diesem Game arbeiten. Und SM Square ist ja im Prinzip nicht viel anderes als BO2 Plutonium oder MW3 Plutonium. Und damit ich irgendwie in den aktuellen Zeiten vom Staat sowieso keine Hilfe bekomme, würde ich ganz gerne gucken, dass ich vielleicht noch den Euro mitverdienen kann. Und deswegen, damit auch ihr einen Euro spart, ineva.com, Leute. Partner von mir seit über 1,5 Jahren. Ihr kriegt hier sehr, sehr günstig PSN-Mitgliedschaften. 12 Monate aktuell für 48 Euro zum Beispiel. Ihr könnt hier eine 100 Euro Guthabenkarte kaufen, wer auch immer 100 Euro braucht. Ihr braucht nur raufgehen, eine mega coole Seite. Geht hier einfach an, sagt, ihr wollt mit PayPal zahlen, dann gebt ihr meinen Code ein. Das sind einfach entspannte 3%. Die kriegt ihr oben drauf. Hier kommt immer diese Gebühr bei der Servicegebühr. Die ist leider immer schon da. Ich hoffe, die geht irgendwann weg. Und für eine 100 Euro PlayStation-Karte würdet ihr mit meinem Rabattcode 87,94 € zahlen. Das heißt, ihr bekommt in Anführungsstrichen 12 Euro geschenkt, als wenn ihr es einfach über den Sony oder PlayStation Store kauft. SM Square ist ja im Prinzip nicht viel anderes als BO2 Plutonium oder MW3 Plutonium. Eine neu erstellte Mod auf Grundlage von MW2, was wir alle hoffen bald, und darauf kommt es gleich, nicht ganz so bald, spielen können mit einem normalen Matchmaking-System ohne Bundles, die man kaufen muss, mit einem Anti-Cheat-System, was von denen mit hergestellt wird, mit All-Time-Favorite-Waffen, All-Time-Favorite-Maps, All-Time-Favorite-Perks und neuen Perks und. Also so ein ziemlich das COD-Erlebnis, was wir uns alle seit 10 Jahren wieder wünschen. Und ich habe mit Cess geschrieben, weil ich, und das ist ein Titel, davon habe ich nichts, aber ich bin, glaube ich, in Deutschland der Erste gewesen, der SM Square überhaupt einmal behandelt hat als Video. Und wie gesagt, davon kann ich mir nichts kaufen, aber natürlich möchte ich meine Schäfchen ins Trockene bringen und möchte, wenn die eben, und das war meine Idee, eventuell Streamern, Content-Creatern später die Möglichkeit bieten, eine Pre-Alpha zum Beispiel zum Testen, zum Zeigen zu spielen, und die haben vielleicht nur begrenzte Plätze, die sie freigeben, dann will ich dabei sein, das ist ja klar. Ich habe so die Schnauze voll, und das ist jetzt nur meine Meinung, und ich sage auch keine Namen, aber ich habe so die Schnauze voll, dass Leute wie Trimax, die überhaupt gar nichts mit Call of Duty seit 10 Jahren zu tun haben, nur aufgrund der Reichweite, die ins Leere geht, zu Events eingeladen werden, haben wir letztes Jahr erst erlebt, wo sie dann eine halbe Stunde neues COD spielen und dann
mit Fortnite weitermachen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich habe mit ihm nichts zu tun und mit anderen nicht und ich will auch gar nicht haten, aber es nervt einfach. Und natürlich geht es um Reichweite und natürlich haben die alle eine gewisse Reichweite, das verstehe ich ja auch. Aber ich möchte gerne, und das ist ein Wunschdenken, weil ich bescheuert bin, dass Game-Entwickler endlich mal auf die Creator und auf die Basis zugehen, die sich seit Jahren darum kümmern. Wenn ich mir anschaue, dass hier in Deutschland jemand wie John Rage, der vielleicht jetzt nicht jeden Tag ablädt, aber in Deutschland einer der größten COD-YouTuber seit vielen Jahren ist, dass der signifikant einfach ignoriert wird bei Einladungen. Also einfach ignoriert. Letztes Jahr waren dabei, ich glaube, Heptic und Fento aus Deutschland und das war's. Es ist jetzt nicht so, dass wir nur zwei große Content-Creator in Deutschland haben und selbst die beiden sind scheiße behandelt worden. Und deswegen wollte ich bei SM Square so ein bisschen gucken, ob das möglich ist. Und Seth schreibt mir und sagt, ey, ja, die Idee hatten wir auch schon, wir werden Alpha-Plätze vergeben. Ich sag, oh, weißt du schon ungefähr wann? Und dann kommt die Antwort, die echt wehtut. Sie sagt, wir wollen, und es ist ja irgendwie verständlich, wir wollen dieses Game so gut wie möglich haben, bis wir es der Öffentlichkeit komplett zeigen. Und ich habe ja gesagt, letztes Jahr, ich vermute, dieses Jahr März, April, vielleicht Mai, vielleicht Februar, sollten wir irgendwie ein bisschen mehr bekommen. Und sie sagt, sie hofft, dass wir so etwas wie eine Alpha dieses Jahr bekommen können, aber, und jetzt kommt das große Aber, sie weiß es einfach nicht. Sie weiß es einfach nicht und das ist auch das Genaueste, was sie ihm sagen kann. Ganz ehrlich, das tut richtig weh. Ich habe wirklich gehofft und gedacht, dass wir mit dem Thema SM Square dieses Jahr bereits einen Fortschritt machen und diese Hoffnung ist zerschlagen, zerschellt, wie vom 10-Meter-Turm einfach nicht ins Wasser gesprungen, sondern mit dem Kopf ans Becken oder was weiß ich was. Es wird auf jeden Fall dauern. Es wird so sein, dass Content Creator nicht nur in Deutschland, auch amerikanische, kanadische, englische, afrikanische, egal wo die herkommen, eine Alpha-Bild zeigen können später, bevor alle die Hand dran anlegen können. Aber so wie es aussieht, wird es schwierig mit diesem Jahr. Und meine größte Hoffnung, das will ich euch ganz gerne erklären, warum es eigentlich dieses Jahr kommen soll. Wir stehen jetzt relativ kurz davor, dass Modern Warfare 2022 oder Modern Warfare 2, wie auch immer es am Ende heißen wird, kommt. Ein Prequel zu MW19. Ein paar News dazu haben wir bekommen oder Gerüchte eigentlich nur. Und all die Stimmen, die da irgendwie mit involviert sind, sagen bisher, es ähnelt sehr MW19. Und während MW19 verkaufstechnisch ein bombastisches Call of Duty war, war es tatsächlich ein Call of Duty, was ich nach Release 4 Tage durchgängig probiert habe, um dann mir selber zu sagen, mein Leben ist mir zu schade, das durchzustehen. Und während das Interesse von vielen daran war, die ich jetzt eher zu der Gruppe Casual Gamer, 2x die Woche 2 Stunden dazu zählen würde, in der Ecke campen und lauschen, bis jemand kommt, weil der Ton so laut war, haben viele von uns das eben nicht gefeiert, weil alle Gameplay-Mechaniken, die in Modern Warfare 19 drin waren, waren einfach darauf ausgelegt, dass die Skill Gap so niedrig wie möglich ist. Und meine Hoffnung ist, dass dieses Projekt SM Square, auf das ich mich unglaublich freue, gut wird, dass für den Fall der Fälle, dass MW22 oder was auch immer eben wieder so wird und viele von uns da kein Interesse dran haben, nicht nur den Ausweg Warzone 2, wo wir auch nicht wissen, ob es gut wird und es kommt ja wohl auch erst 2023, so wie es aussieht, dass wir nicht 2 Jahre MW22 haben, weil nächstes Jahr wird kein COD kommen von Trace, kommt erst 2024, was erstmal gut ist, sondern dass wir mit SM Square irgendwie eine Möglichkeit haben, darüber zu gehen. Und für einige Shooter-Fans und sonstige Gaming-Fans, sowas wie Stalker 2, was eigentlich ursprünglich diesen Februar rauskommen sollte, dann im Februar auf, ich glaube, Oktober verschoben wurde und jetzt, weil die Entwickler von Stalker eben in der Ukraine sind, haben das Projekt jetzt aktuell eingestellt. Das heißt, auch solche Games werden sich durch den Krieg, den Putin in der Ukraine angezettelt hat, einfach verschieben. Und ich sehe einfach nichts, was für wirklich Shooter-Fans von uns jetzt irgendwie aktuell kommen könnte, was interessant ist. Battlefield hat reingeschissen, fertig. Fortnite werde ich diese Woche probieren, weil es ohne Bauen ist. Und ich kann ehrlich gesagt mit meinen 31 Jahren einen ziemlich guten Shooter spielen, aber ich kann nicht Paläste bauen. Das ist für mich, macht auch keinen Spaß. Jetzt, wo Fortnite ohne Paläste bauen ist für ein paar Tage, will ich das unbedingt mal ausprobieren, einfach just for fun.
und das ist nicht böse gemeint, aber Fortnite ist für mich auch eher ein Game für so 14-Jährige. Und nehmt es mir nicht übel, Leute, da gibt es ganz viele Erwachsene, die Spaß dran haben. Ich habe damals auch dran Spaß gehabt, aber als dann irgendwann Bots mit reinkamen und Skill-Based Matchmaking und die Türme immer höher wurden, das war einfach nicht mehr meins. Aber SM Square wird sich verschieben. Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, wann genau. Ich stehe relativ häufig in Kontakt zu den Entwicklern, nehme auch an den Umfragen teil, wo sie fragen, soll die Granate rein oder die? Soll mir Stim reinmachen oder nicht? Soll die Map rein oder nicht? Da beteilige ich mich, weil ich dieses Projekt geil finde und ich werde euch selbstverständlich über alles informieren, was neu kommt. Lasst ein Like da, Leute, lasst ein Abo da, Köpfe hoch, es wird besser. Haut rein.